und herzlich willkommen zu einem Insider-Beat, heute über friedliche und kämpfende Bären. Die Botschaften abgefahren, um die Buddy Bears zu finden. Das hätte ich mir eigentlich sparen können, denn das nächste sportliche Ereignis hat sie alle zusammengebracht. Vom Kudamm ging es dann nach Mitte. Hier werden also die Buddybären zu Monster-Teddys und an dieser Stelle muss ich vom Nachmachen der folgenden Bilder dringend abraten. Die Hochburg des Sumo ist nach wie vor Japan, aber es gibt auch internationale Stars. Und der Weltmeister aus der Mongolei hat sich natürlich auch die Ladies angeschaut. Frauen sind in Japan beim Sumo nicht zugelassen. Diese Änderung zeigt die Bestrebung, Sumo zur olympischen Sportart zu machen. Ursprünglich endeten Sumo-Kämpfe mit dem Tod einer der beiden Ringer. Kämpfer sind für ihr Gewicht, das bis zu 300 Kilo reicht, sehr flexibel. Sie sollen sogar Spagat können. Der höchste Rang im Sumo ist der Yokozuna, ein Großmeister. Der einzige Rang, den man nicht verlieren kann. Diesen haben bislang nur 70 Kämpfer erreicht. Bei ausbleibendem Erfolg werden jedoch die Großmeister angehalten, ihren Titel abzugeben, was zumeist auch das Ende ihrer Karriere bedeutet. Und als Zugabe eine Performance eines Nunchaku-Künstlers.